Halloween-Event 2023 in Forge of Empires. Ja. Wen habe ich nachgemacht? Richtig, Freaky P. Ja, einen guten Abend, Samson. Einen guten Abend, Tyrawal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich hoffe, es funktioniert und es bleibt stabil. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, einige Einstellungen gemacht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob, wenn ich das nächste Mal es gebe Buffs. Was für Buffs? Wenn ich das nächste Mal Jagged Alliance 2 spiele, dass es dann vielleicht nicht mehr geht. Die Befürchtung habe ich jetzt. Dass ich das eine kaputt gemacht habe, das andere heile. Also ich hoffe, ich habe es zumindest heile gemacht und nicht nur was kaputt gemacht. ja, schreibt mir, wenn es nicht mehr funktioniert, auf Discord oder so. Aber dann kann ich leider auch nichts mehr machen. Ich hab's versucht. Also, liebe Leute, es gibt ein neues Event in Forge of Empires. Und dieses neue Event ist auch wirklich neu und nicht nur ein Aufguss eines alten Events in neuer Grafik, zugegeben immer schöner Grafik bei Forge of Empires, immer tolle Musik bei Forge of Empires, aber es wurde etwas, ja, nicht eintönig, aber irgendwie gab es immer das Gleiche. Und ich habe ja selber aufgehört, Forge of Empires zu spielen, aber ich habe mir das neue Event trotzdem selber mal angucken wollen, weil das einen sehr interessanten Eindruck machte. Ich habe mir das nämlich bei Mooing Cat angesehen. Also ich habe auf dem Beta-Forum gesehen, da gibt es jetzt wirklich was Neues, oder es sieht zumindest sehr neu aus. Und hallo Kathleen. Also es sah näher neu aus, es sah nach einer neuen Mechanik aus und es ist tatsächlich auch eine, so wie ich bei Mooing Cat gesehen habe. Machen wir jetzt Babyphone an. So. Genau, und deswegen wollte ich mal wieder einen Blick darauf werfen. Auch wenn es jetzt nicht bewirkt, dass ich wieder Forge of Empires spielen werde. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir uns das zusammen an. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, ich habe schon ein paar Zähne gesammelt und ich bin recht gespannt, muss ich sagen. Okay, ich würde gern eigentlich noch ein paar mehr Zähne sammeln, bevor ich so richtig loslege. Ich habe auch überlegt, ob ich, wenn ich dann so richtig loslege, vielleicht an der Stelle nochmal einen Schnitt mache. Genau, also für ein Video. Beziehungsweise dieses Ohrgerede dann weglasse im Video. Müssen wir mal schauen. Vielleicht bin ich auch zu faul dazu. Kann auch sein. Dann müsste ich es ja wieder runterladen, dann müsste ich es noch schneiden und das ist immer so ein bisschen aufwendiger. Okay. Hallo Lurkman. Ja, natürlich Freakman. Hallo, willkommen. Also ich habe auch schon eine Stundenproduktion angeworfen. Kann ich ja gleich mal einsammeln. Dann noch ein paar mehr Zähnchen sammeln. Ah, das ist schön. Hier gibt es nochmal 250 Einheiten rekrutieren von meinem Zeitalter. Jetzt wird es ja schon kompliziert. Womit kann ich Einheiten rekrutieren? Ach so. Wie waren das nochmal? Hier, mit den Dingern. Da sind doch Einheiten drin. Ha! Ja, Herr Friedman, wir sind beim Sie. Natürlich. Waren wir jemals nicht beim Sie?
Damals, als wir zusammen Rocket League gespielt haben, hab ich sie doch immer gesiezt. Oder? Oh. Ich muss was in der Gildenexpedition machen. Ich habe gerade keine Gilde. Passiert denn dann? Ist schlecht. Ist schlecht. Tja, okay, aber die Zähne sind erstmal okay. Damit sollte ich erstmal klarkommen. Gildenlos in der FOE, ja. Gibt's ja gar nicht. Die haben mich einfach rausgeworfen, weil ich nur weil ich 4 Monate offline war. Also wirklich. Ein bisschen Geduld kann man ja wohl haben. Ja. Okay. Halloween-Event. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe es mir nur angesehen. Und ich habe mir ein Pad gemacht mit Notizen dafür. Also, wir sind hier gleich ganz am Anfang, am Eingang. Und das ist hier erstmal die Beschreibung, wie es funktioniert. Vielleicht mal grob, was sehen wir hier? Wir sehen Karten. Es ist also ein Kartenspiel, das neue Spiel, die neue Spielmechanik. Wir sehen, dass wir hier 4 Karten haben. Der Gegner hat 3 Karten und das ist seine erste. Unsere erste ist dieser Algul. Also wir haben 15 Lebenspunkte, der Gegner hat 2 Lebenspunkte. Genau, echt kleinlich, 4 Monate. Und ja, das Tutorial weist uns jetzt darauf hin, dass wir Fight drücken sollen. Ich mache das jetzt einfach mal, ohne noch groß was weiter zu erklären. Es gibt einen Gewinn, und zwar einen Schlüssel und eine Belohnung 50 Juwelen. Diesen Gewinn, den sehen wir auch, wenn wir hier rüber havern. Dachte ich. Sieht man gar nicht genau. Also man sieht den Schlüssel, aber man sieht nicht genau, welche Belohnung es gibt. Okay, dann gibt es jetzt hier, das Händchen weist uns auf den Lebensbalken hin. Und wir sollen uns doch bitte für 10 Zehner einen Lebenspunkt kaufen. Das machen wir dann mal. Und zack, jetzt haben wir 15 Lebenspunkte. Und jetzt sollen wir nochmal kämpfen. Vielleicht gehe ich mal auf die Zahlen ein. Der Nachzehrer, interessanterweise auf Deutsch, ein deutsches Wort. Ist anscheinend auch im Englischen ein Nachzehrer. Der hat hier 4 bis 6 Angriffskraft und das Wolfsjunge, das hat 1 bis 3 Angriffskraft. Wir bekommen also 1 bis 3 Angriffskraft oder 1 bis 3 Schadenspunkte, wenn wir jetzt hier angreifen. Und das Wolfsjunge bekommt 4 bis 6 Schadenspunkte, wenn es angegriffen wird. Genau. Das Wolfsjunge hat auch noch einen Multiplikator und dieser Multiplikator, der zieht auch gegen unseren Nachzehrer, denn unser Nachzehrer ist eine Karte vom Typ Vampir und das Wolfsjunge ist eine Karte vom Typ Werwolf und ein Werwolf hat einen Bonus im Kampf gegen Vampire. Das heißt, er zieht uns nicht nur 1 bis 3 Schaden ab, sondern in Wirklichkeit 3 bis 5. Na, schauen wir mal, wenn wir jetzt Fight drücken, was wir wirklich abgezogen bekommen. 4 Schadenspunkte haben wir genommen. Und wir kriegen nur einen Schlüssel. So, an der Stelle bekommen wir jetzt eine Fähigkeitskarte. Und da gibt es unterschiedliche Worte von. Und wir sollen jetzt Vile Renewal nehmen. Vile Renewal stellt 6 Lebenspunkte her und macht 7 Schaden beim Gegner. Genau. Hier gibt es auch noch Frenzy, das können wir jetzt nicht auswählen. Bei Frenzy opfert man einen seiner Lebenspunkte und der Gegner attackiert sich selbst 2-mal.
das ist eigentlich ein Instant-Kill. Also Frenzy ist wirklich eine sehr starke Karte. Also man selber verliert nur einen Lebenspunkt und der Gegner attackiert sich mit seiner eigenen Kraft zweimal. Können wir jetzt leider nicht wählen. Soul Seaver, weiß gar nicht, was das übersetzt heißt. Also Frenzy wäre sowas wie Raserei oder so. Rausch oder Wut oder sowas. Wahnsinn ist vielleicht auch eine gute Übersetzung. Mal schauen, wie es dann wirklich ins Deutsche übersetzt heißt. Genau. Und hier ist es so, dass bei dem Seelenhalbierer oder was auch immer, wird 50% vom Leben abgezogen beim Gegner. Gut, wir haben jetzt nicht die Wahl. Wir müssen das Vial Renewal nehmen. Dann können wir das erstmal wieder schließen. Bevor ich jetzt hier diesem Händchen wieder folge, lese ich mal eben, was ihr geschrieben habt. Genau, Tutorial noch zu Ende spielen. Live-Brainstorming mit mir und allen Anwesenden. Hallo Engel, richtig. Hallo Engel, habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo Engel, willkommen. Features, Geld freischalten. Was, wie, wo? Okay. Na, ich fahr jetzt erstmal fort. Ich würde mal eben auf das Kartendeck gucken, denn das seht ihr hier oben, ne? Hier oben in der Ecke rechts, ist das Kartendeck, was man selber besitzt und da sind die Karten drin, die man selber noch bekommen kann im Kampf. Man kann hier noch sehen, ich habe noch drei Karten und es dürften also hier also noch drei Stück drin sein. Und das ist auch richtig. Und eine davon ist jetzt gerade auf dem Deck. Das ist die große Fledermaus. Also ist gerade auf der Oberseite. Das ist die große Fledermaus. Ich kann auch den Nachzehrer bekommen. Oder eben Vial Renewal. Das haben wir ja gerade schon erklärt. Und tatsächlich ist es so, ich soll jetzt hier diesen Knopf Redraw drücken. Also erneuern sozusagen. Dass ich eine andere Karte ausgespielt bekomme auf die Oberseite. Genau, das ist ja fürs Tutorial. Und hier geht es jetzt darum, dass ich eine Karte bekomme, die eben diese gegnerische Karte vielleicht auch schlägt. Denn die Fledermaus würde das jetzt an der Stelle nicht tun. Die ist da zu schwach. Und ich bekomme jetzt an der Stelle Vial Renewal. Ich kann das wählen und dann auch benutzen. Also ich hätte jetzt auch eine andere Karte wählen können, bevor ich es benutze, aber ich habe jetzt Vial Renewal gewählt, weil mich der Finger darauf hingewiesen hat. Ich benutze das. Das wird der gegnerischen Karte jetzt 6 Lebenspunkte abziehen. Quatsch, 7 Lebenspunkte abziehen und mir selber 6 Lebenspunkte wiederherstellen. Und dann ist die Runde zu Ende, weil das ist auch die dritte Karte. Und wir haben dieses Tutorial-Spiel gewonnen. Bekommen jetzt die Belohnung. 65 Glas und bessere Schlüssel. So. Ich habe den Boss besiegt. Yes. Großartig. So. Okay. So viel zum Tutorial. Die Preise will ich mir gar nicht wirklich angucken. Vielleicht mal kurz gesagt, das ist alles sehr, sehr, sehr viel stärker als das, was ich gewohnt bin, was es hier gibt. Auch durch diese silbernen und goldenen Upgrade-Kits, die es damals noch nicht gab, wo ich noch gespielt habe, wird das alles nochmal viel stärker. Und also ich könnte meine Stadt jetzt hier eigentlich sehr, sehr schnell aufwerten, wenn ich ein paar Events spielen würde. Also man kommt, glaube ich, wenn man wieder Lust hat, auch recht schnell wieder rein und kriegt auch wieder schnell bessere Gebäude. Genau. Vielleicht ein Tipp mal vorneweg. Und zwar seht ihr hier dieses Mal 2. Das gab es auch bei anderen Events schon, wie ich gehört habe. Es lohnt sich also, eine Kiste zu öffnen an jedem Tag, weil nämlich an jedem Tag die erste Kiste, die ihr öffnet, verdoppelt wird.
Wenn ich jetzt hier auf Öffnen drücke, dann komme ich hier eben zweimal getrocknete Kräuter. Und jetzt ist es mal zwei weg. Und ja, jetzt lohnt es sich nicht mehr so sehr. Und ich würde die Kisten eigentlich nur viel öffnen, wenn es den Tagespreis gibt, den ihr euch wünscht. Ansonsten einmal am Tag draufdrücken, vielleicht auch mit einer. Naja, guckt euch an, was die Preise sind vorher und wählt dann, wovon ihr gerne zwei haben wollt. Und mit ein bisschen Glück habt ihr auch Glück. Genau. Ja, genau. So. Ich gehe mal eben meine Liste durch. Im Prinzip haben wir die Einführung jetzt abgehakt. Und jetzt würde ich mal einen richtigen Kampf machen. Oh. Hallo, Freaky Graph Sushi. Freaky Graph. Einen guten Abend dir. Schön, dass du auch da bist. Ja, das funktioniert noch. Das funktioniert noch mit dem Command. Das kannst du noch ausführen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es diese Gilde noch gibt. Lieber Graf. Das müsste ja jetzt dein Event sein, ne? Also es gibt Freaks, es gibt Gräfer und es gibt kein Sushi. Aber sonst fast alles. ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal ein richtiges Spiel. Wichtig vorneweg. Hier steht, ich bin nützlich für das nächste Dungeon. Und ja, hier steht, dass man Vampire nutzen soll, ein Vampir-Deck, um Zombies zu besiegen. Und das bedeutet, man sollte sich daran orientieren, bevor man das Spiel startet, weil die nächsten Gegner sind jetzt hier an der Stelle Zombies. Es wird natürlich dann auch noch ins Deutsche übersetzt werden und ich hoffe, ich irre mich jetzt hier nicht in der Übersetzung, aber ich würde es so interpretieren, dass ich Vampire wählen soll. Opt for Vampire Deck to Vanquish Zombies. Ich weiß nicht, was Vanquish heißt, muss ich ehrlich sagen. Genau, aber ich nehme mir das Vampir-Deck. Deck. Und jetzt ist es ausgewählt anscheinend. Man kann hier, glaube ich, auch sehen, welche Karten da drin sind. Es sind nicht nur Vampire, es sind auch ein paar andere dabei. Die Vampire haben ja den Blutstropfen. Aber es sind viele Vampire dabei und von den anderen gemischt. Und dann starten wir mal das Dungeon. Ich gehe gleich mal drauf ein. Also, es gibt neben den Vampiren eben die Werwölfe, die haben wir gerade schon kennengelernt im Tutorial. Es gibt auch noch Zombies. Wie wir gerade gesehen haben, sind Vampire besonders gut gegen Zombies. Und unser nächster Gegner wird wohl vor allem aus Zombies bestehen. Vanquish heißt schlicht besiegen. Alles klar. Danke dir, Tyrawal. Genau, dann wie die Vampire und es gibt Hexen. Und es gibt so eine Art, Pi hat es als Schere-Stein-Papier-Prinzip bezeichnet, aber es ist ja auch genau das. Also das eine schlägt das nächste, quasi so im Kreis. Und die Hexen sind so ein bisschen außen vor, weil die haben keine Nachteile. Also es ist so, die Zombies schlagen die Werwölfe besonders gut, dafür haben die Werwölfe einen Nachteil gegenüber den Zombies und so weiter. Genau. Ansonsten sind hier noch die Ability Cards beschrieben, aber auf die bin ich ja schon kurz eingegangen. Also die Fähigkeitenkarten. Okay. Also. Hexen sind. Die haben ganz eigene Regeln, ja. Und interessanterweise habe ich jetzt hier gerade eine Hexe. Eine Hexe mit holzigen Haaren als erste Karte. Und jetzt muss man im Prinzip ein bisschen nachdenken, ob man diese Karte tatsächlich nutzen möchte
um Cold Hand, um die gegnerische Zombie-Karte zu besiegen. Ich würde jetzt an der Stelle 1 bis 3 Schaden bekommen. Der Bonus zieht nicht, weil meine Karte ist kein Werwolf. Und ich würde bei der kalten Hand 4 bis 5 Schaden machen. Die kalte Hand hat nur einen Lebenspunkt. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen übertrieben, mit der Hexe da drauf zu gehen. Und ich könnte jetzt auch Redraw machen. Ich habe im Video von Mooing Cat gesehen, dass er noch 25 Zähne bezahlen musste für das Redraw und sich dann der Preis fürs zweite Mal auf 50 erhöht hat, fürs dritte Mal auf 100, also immer verdoppelt. Und das wurde angepasst. Jetzt kostet es nur noch 5, das Redraw. Aber dafür wird der, ja, nach dem Wechsel der Zahnpreis dann wiederum vervierfacht. Das können wir gleich mal ausprobieren, denn eigentlich ist diese Hexe viel zu stark, um sie gegen diese Hand anzuwenden. Und es wäre eigentlich sinnvoller, irgendwie eine schwächere Karte auszuwählen. So, das kostet mich jetzt 10, aber nicht mehr viele. So, ich kann auch nochmal in das Deck reingucken. Was habe ich denn jetzt hier tatsächlich? Ich könnte zum Beispiel auch die kalte Hand wählen. Dann würde ich auch mindestens einen Schaden machen. Das würde reichen gegen die andere kalte Hand. Die Karte ist danach sowieso weg. Das heißt, wenn ich die bekomme jetzt als Auswahlmöglichkeiten, wenn ich Redraw mache, dann ist die zum Beispiel in Ordnung. Die große Fledermaus wäre auch in Ordnung. Gibt es sogar zwei von. Die sind unterschiedlich stark, wie ich sehe. Die eine hat 1 bis 3, die zweite hat 2 bis 3. Der Nachzehrer ist wieder dann übertrieben. Oder die verschiedenen Nachzehrer. Der Alghul ist auch übertrieben stark. Ja, das Hunde, Baby, Hundekind, Wolfskind, Wolfsjunge, so war es. So ist die gute Übersetzung. Ist okay, aber eigentlich auch zu stark. Katze ist wiederum okay. Was haben wir hier noch? Den Allseher oder die Allseherin. Die ist zu stark. Das Wolfsjunge. Noch einmal und die kalte Hand. Tatsächlich haben wir keine so richtig starke Karte dabei. 5 ist unser Maximum an Schaden, den wir hier machen. Ne, doch nicht. Alghul haben 6. Der hier hat 6, der Alghul. Aber so richtig stark ist da dann auch nichts. Aber gut. Auf jeden Fall ist die Hexe eigentlich zu stark für die Hand. Deswegen drücke ich jetzt auf Redraw. Habe 5 Zähne ausgegeben und jetzt kostet das nächste Mal 20, wie ich schon gerade angekündigt habe, das Vierfache. Beim nächsten Mal wären es dann 80. Genau, und ich kann mir jetzt aussuchen, wähle ich die Fledermaus, wähle ich einen Alghul oder wähle ich All Seeing. Ja, da ist fällt die Antwort natürlich leicht. Ich wähle die Fledermaus. Auch hier bekomme ich diesen Zusatzschaden nicht. Es ist kein Werwolf. Dafür mache ich Zusatzschaden gegenüber der Hand. Ist aber eigentlich egal, weil ja, eine schlechtere Karte habe ich jetzt nicht zur Auswahl. Ich könnte nur nochmal Redraw machen und hoffen, dass ich noch was Schlechteres kriege, aber ich würde es jetzt nutzen, weil danach wird es dann schon ein bisschen teurer. So, ich bekomme 1 bis 3 Schaden, wenn ich angegriffen werde. Die werden mir dann abgezogen von meiner Gesamtlebenszahl. Ich selbst habe 14 Karten im Deck, der Gegner hat nur 11 Karten im Deck, also ist es eigentlich auch nicht so schlimm, dass ich keine so richtig starken dabei habe. Ich muss dann halt zwei Karten nutzen, um einen starken Gegner zu besiegen, zum Beispiel. Okay. Also mache ich jetzt den Kampf. Wie gesagt, 1 bis 3 Schadenspunkte bekomme ich jetzt. Und ich bekomme auch eine Belohnung. Die kann man jetzt hier auch einsehen. Aus der Truhe bekommt man 5 Forge-Punkte, 2 Blaupausen, 50 Güter des vorherigen Zeitalters oder 20 Forge-Punkte. Mit einer gewissen Prozentchance und ein Schlüssel gibt es auch noch. Okay, dann schauen wir mal. Klarer Sieg
Und wir bekommen Blaupausen und den Schlüssel. Und zwei Schaden haben wir genommen. Die wurden uns jetzt abgezogen von unseren Gesamtlebenspunkten. Und ich glaube, es wurde auch eine Karte abgezogen. Da müssten vorher 14 gestanden haben, jetzt sind es nur noch 13. So, das Wolfsjunge könnte man jetzt auch gegen die kalte Hand, die gegnerische kalte Hand einsetzen. Ist, denke ich, okay, da brauchen wir nicht erneuern. Können wir machen. Ist gewissermaßen auch übertrieben. Und wir haben eine kleine Chance, oder wir haben eine Chance von 1 zu 3, dass wir die kalte Hand nicht besiegen. Denn die kalte Hand oder diese kalte Hand hier hat zwei Lebenspunkte. Und unser Wolfsjunge macht 1 bis 3 Schaden. Und der Bonus gegenüber der kalten Hand zieht nicht. Aber ich würde es jetzt einfach mal versuchen und hoffe, wir haben Glück. Und wir haben Glück. Dieses Mal noch mehr Blaupausen bekommen und einige Schlüssel mehr. So, jetzt setzen wir die kalte Hand ein. Und die kalte Hand hat einen Bonus gegen Werwölfe. Wir können bis zu 3 Schaden machen. Drei, also wir machen definitiv mit dem Bonus 2 bis 3 Schaden. 3 würde reichen, um den Wolf zu töten. Er macht uns 2 bis 3 Schaden auf unser Gesamtlebensleiste. Ich würde es ausprobieren. Kann sein, dass wir Pech haben. Wenn das so ist, dann ist es eben so. Aber wir haben ja eigentlich mehr Karten als der Gegner. Der hat jetzt nämlich noch, also wir haben noch 12 und der hat noch 9. Deswegen würde ich es ausprobieren und Zähne sparen an der Stelle. Weil den Schaden nehmen wir eh, den er jetzt hat. Klar, wenn wir zweimal kämpfen müssen, dann nehmen wir mehr Schaden, weil er nochmal 2 bis 3 Schaden macht gegen uns. Okay, wir versuchen es. Und wir haben, glaube ich, Glück gehabt. Genau, denn wir haben den Preis bekommen. Und jetzt bekommen wir auch eine Fertigkeitskarte und haben jetzt die Wahl zwischen Vile Renewal, was wir gerade schon gesehen haben. Wir haben Madness, das hatten wir noch nicht gesehen. In dem Fall, ja, zwingt es den Angreifer, sich selbst zu bekämpfen für die Hälfte seiner Kraft. Aber eigentlich ist Frenzy viel besser, denn es zwingt ihn eigentlich dazu, sich doppelt anzugreifen mit seiner Angriffskraft. Das andere ist, weiß gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Base Power und Attack an der Stelle. Und man selber muss nur einen Lebenspunkt opfern. Das ist eigentlich eine ziemlich starke Karte. Und mehr Lebenspunkte verliert man dann auch nicht. Und generell ist es so, wenn man die Eigenschaftskarten oder die Fertigkeitskarten einsetzt, dann setzt man nicht wirklich einen, oder dann kämpft man nicht wirklich, sondern die Karte kämpft sozusagen und man verliert keine Lebenspunkte, es sei denn, es steht drauf. Also hier steht halt drauf, dass man einen Lebenspunkt verliert. Hier würde man 2 Lebenspunkte gewinnen und 3 Schaden machen. Ja, genau so ist es. Ich wähle jetzt Frenzy. Und ich könnte jetzt noch zusätzliche Karten wählen. Das kostet jetzt aber 50 Zähne. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht, sondern schließe den Kartenshop wieder und habe jetzt nur die kostenfreie erste Karte genommen. Und der nächste Kampf wäre jetzt ein Wolfsjunges gegen einen Nachzehrer. Ja, hier würde ich jetzt auf jeden Fall verlieren. Der Nachzehrer macht bei mir 2 bis 4 Schaden. Er kriegt seinen Bonus nicht, denn ich habe keine Zombie-Karte. Der Bonus ist immens, wie man sieht. Plus 3, der wäre schon wirklich stark, der Bonus.
Und ich mache aber meinen Bonus, also den kann ich draufrechnen, denn der gilt gegen Vampire. Das heißt, ich würde 3 bis 4 Schaden machen und selber 2 bis 4 Schaden nehmen. Das überlebe ich noch, aber ich würde den Nachzehrer nicht besiegen. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall eine zweite Karte einsetzen. Ich könnte jetzt aber auch Redraw machen für 5 Zähne und eine andere Karte bekommen, die den Nachzehrer vielleicht beim ersten Mal tötet, sodass ich nicht zweimal kämpfen muss gegen den Nachzehrer und dann weniger Lebenspunkte verliere. Also ich würde halt insgesamt 4 bis 8 Lebenspunkte verlieren. Und die muss ich ja dann wieder nachfüllen. Und das kostet nicht ganz so wenig Zähne. Genau. Also man kann immer nur so viel Zähne nachkaufen, beziehungsweise so viel Lebenspunkte nachkaufen, wie man offen hat. Die 10 kann ich jetzt nicht nachkaufen, weil in meinem Lebensbalken noch 6 von 14 drin sind. Klar, passen nur 8 rein. Also kann ich die 10 noch nicht kaufen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist allerdings 10 Lebenspunkte zu kaufen günstiger als jetzt beispielsweise 5 zu kaufen oder die einzeln zu kaufen. So. Wenn man jetzt bedenkt, dass der 2 bis 4 Schaden Minimum macht und uns das im Schnitt, naja, sagen wir mal 30 bis 40 Zähne kostet, würde ich jetzt eher sagen, wir machen Redraw und investieren 5 Zähne, um dann vielleicht einen sicheren Sieg zu haben gegen den Nachzehrer. So. Wir hätten jetzt hier Frenzy, da könnte ich einen Lebenspunkt opfern und er würde sich zweimal selbst angreifen. Das kann auch schief gehen tatsächlich, denn er kann sich halt zweimal mit 2 Angriff angreifen und würde dann überleben. Wir verlieren dann allerdings auch nur einen Lebenspunkt in dem Moment. Schauen wir mal, was die anderen Karten noch hergeben. Hier haben wir die große Fledermaus. Die hat keinen Vorteil gegen den Nachzehrer. Und wir haben selbst einen Nachzehrer. Unser Nachzehrer ist tatsächlich sogar ein bisschen schwächer als der gegnerische Nachzehrer. Ich würde jetzt mal Frenzy versuchen. Und wenn es funktioniert, dann hat es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir eben nicht 2 bis 4 Lebenspunkte verloren, sondern nur einen. Statt mit dem Wolfsjungen, glaube ich, war das vorhin. Da hätten wir halt 2 bis 4 verloren. Okay, also wähle ich Frenzy. Und benutze sie. Und er überlebt, lebt tatsächlich. Aber wir haben, wie gesagt, nur einen Lebenspunkt verloren. Und würden jetzt, wenn wir nochmal angreifen, immer noch überleben. Wenn er jetzt 2 bis 4 Schaden macht. Vier kann uns immer noch abgezogen werden. Und wir würden dann noch überleben. Hallo Armin, willkommen. Ich streame mal wieder Forge of Empires. Genau, also können wir eigentlich die schwarze Katze einsetzen. Die ist auch eine recht schwache Karte. Reicht, um ihn zu besiegen. Er wird uns 2 bis 4 Schaden machen. Ist in Ordnung. Können wir machen. Drücken wir auf Angriff. Und worauf wir achten müssen, auf jeden Fall, ist, dass wir noch genügend Lebenspunkte haben, dass wir nicht sterben an der Stelle. Also. Also wenn der Nachzehrer jetzt zum Beispiel diesen Bonus bekommen würde, weil wir einen Zombie nutzen, dann könnten wir jetzt an der Stelle sterben. Darauf müsst ihr achten und dann wäre halt dieses Dungeon zu Ende und wir hätten an der Stelle verloren. So, ich kämpfe jetzt und wir gewinnen gegen den Nachzehrer, bekommen den Preis und haben jetzt Twinbees als Gegner. Ein Twinbee. Ja, der ist nicht so stark wie der Nachzehrer gerade eben.
Da wäre es wieder sinnvoll, eine schwächere Karte einzusetzen. Und er macht uns 2 bis 3 Schaden. Das ist auf jeden Fall sinnvoll an der Stelle, jetzt einmal die Lebenspunkte aufzuladen. Und da wir jetzt unter 4 sind, können wir auch den preisgünstigsten, das preisgünstigste, wie nennt man es, Lebenstrankfläschchen nehmen. Und können damit wieder auf 13 Lebenspunkte auffüllen. Und damit kommen wir jetzt gegen Twin Bees auf jeden Fall an. Und jetzt muss ich mal eben einen Schluck Wasser trinken. Ja, der Alghul gehört, wie ich vorhin schon sagte, zu unseren besten Karten. Deswegen werden wir den Alghul nicht den gegen diese gegnerische Karte einsetzen, sondern an der Stelle Redraw machen. Und können uns jetzt wieder eine aussuchen. Alghul ist leider weiterhin im Deck oder in der Auswahl. Ich kann auch die kalte Hand benutzen. Und ich kann einen Nachzehrer benutzen, der nicht so stark ist wie der Nachzehrer von vorhin. Der würde den Gegner locker besiegen, denn ich kriege den Zombie-Bonus und bekomme dann 4 bis 5 Schadenspunkte bei ihm. Er hat nur 3 Lebenspunkte. Alternativ könnte ich natürlich die kalte Hand benutzen. Das wären 1 bis 3 Schadenspunkte. Aber es ist eher, also ich zu 2, also in 2 von 3 also zu 2/3 ist er nicht besiegt an der Stelle. Da muss ich jetzt überlegen. Nutze ich den Nachzehrer? Das ist eigentlich ein bisschen übertrieben gegen den. Aber die kalte Hand ist zu schwach. Und der Alghul ist viel zu stark. Was meint ihr? Kalte Hand? Oder Nachzehrer? Kalte Hand würde, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich nicht gewinnen, macht mir aber keinen Nachteil. Also ich bekomme genauso 2 bis 3 Lebenspunkte abgezogen wie beim Nachzehrer. Nur dass er dann vielleicht nicht tot ist und ich bekomme vielleicht dann nochmal 2 bis 3 Lebenspunkte abgezogen. Ich schaue mal in mein Deck, was noch so drin ist. Also das ist der starke Nachzehrer, den habe ich jetzt nicht auf der Hand. Ein Alghul. All-Seeing. Die starke Hexe. Die Fledermaus. Die wäre ganz gut, glaube ich, gegen den. Die ist nämlich ein bisschen schwächer als der Nachzehrer. Dann ist es auch ein weiterer starker Nachzehrer. Das Wolfsjunge, das hat natürlich den Nachteil, dass der Zombie mir mehr Schaden machen würde, weil ich mit einem Werwolf kämpfe. Also die Karte möchte ich auch nicht haben. Und nochmal Alghul. Also eigentlich gibt es in meinem Deck nur eine Karte, die ich alternativ haben wollen würde, und das wäre die große Fledermaus. Und dann würde ich sagen, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich die Fledermaus bekomme, falls es jetzt schief geht, und da eigentlich alle Karten stärker sind, außer die Fledermaus und das Wolfsjunge, was ich hier nicht einsetzen kann gegen den Zombie oder lieber nicht einsetzen sollte, nutze ich jetzt den schwächsten meiner Nachzehrer. Und greife mit dieser Karte an. Der Gewinn ist dann sicher. Und ich bekomme 2 bis 3 Schaden. 3 sind es geworden. Gut. An der Stelle bekomme ich wieder eine Karte.
kann die Lebenspunkte des Gegners um 50% reduzieren. Das ist natürlich dann nett, insbesondere gegen den Endboss, denn am Ende gibt es einen Endgegner und der hat besonders viele Lebenspunkte. Ich kann meine eigenen Lebenspunkte aber auch um 8 Punkte wiederherstellen. Das ist auch nicht schlecht. Und das ist das mit, dass er mit der halben Kraft sich selbst angreift. Da würde ich ja lieber Francie wählen. Also, Seelenzerreißer, Zerteiler oder Heilung. Ich würde die Karte nehmen, denke ich. Denn ich bin jetzt gerade wieder hochgeheilt. Dann nehme ich doch Heilung. Wahrscheinlich muss ich mich noch einmal heilen. Aber es kostet, was kostet mich das? Das Heilen kostet mich 85 Zähne. Das Kartewechseln kostet mich nur einen Bruchteil. Mit 8 HP heilen, das wären, naja, sagen wir mal so 6, 60 Zähne, 60 bis 70 Zähne. HP Schaden machen die Gegner immer recht, machen die Gegner recht selten. Das ist jetzt meine Überlegung. Welche Karte lohnt sich mehr? Tja, tja. Zahnmäßig. Dafür muss ich vielleicht den Endgegner nur einmal angreifen. Und ich habe halt keine so super starken Karten auf der Hand, habe ich ja festgestellt. Also ich nehme den Seelenzerteiler hier. Und die 50 für 8 HP nehme ich vielleicht auch, weil ich glaube, das ist günstiger. Also es ist günstiger, als wenn ich 8 HP in dem anderen, also für Zähne kaufe. Also nehme ich diese Karte und schließe den Shop. Okay, also wir haben die kalte Hand, die hat einen Bonus gegen Werwölfe, das wären 2 bis 4 Schaden. Wir bekommen selber auch 2 bis 4 Schaden. Also wir würden den Wolf auf jeden Fall nicht besiegen. Die kalte Hand überhaupt noch in meinem Deck? Mich wundert gerade ein bisschen, dass ich die bekommen habe, aber es ist wohl so. Okay. Gut, also ich würde jetzt Redraw machen an der Stelle, weil ich will ihn eigentlich schon schlagen und so stark ist er nicht. Und schauen wir mal, was wir bekommen als Angriffsmöglichkeiten. Das Wolfsjunge reicht nicht. Der Algul reicht, aber der Algul ist natürlich übertrieben. Eigentlich haben wir jetzt keine wirklich gute Karte bekommen, um den Wolf zu besiegen. Der Algul ist übertrieben, weil gegen Zombies und unser Endgegner, unser Endboss, wird garantiert ein Zombie sein. Ich weiß gar nicht, sieht man die Karten des Endbosses hier? Sieht man nicht. Aber der wird ein Zombie sein und da wäre es natürlich gut, wenn ich die Algul-Karte habe. An der Stelle, und das ist sogar mein starker Algul. Wenn ich das. Nee, das ist mein starker Algul. Der ist mein starker Algul.
Also mein Monitor will sich abschalten, das verhindern wir mal eben. Okay, also es ist nicht so richtig schön, wenn ich hier den Alkohol einsetzen muss. Die Karte will ich eigentlich auch nicht einsetzen, die wollte ich mir für die Endgegner aufsparen. Aber es ist auf jeden Fall. Nee, es ist ja nicht mein Sieg. Ich habe ja 3 bis 5 Schaden, mache ich hier nur. 11 Lebenspunkte hatte dein Endboss. Wow. Okay, das ist stark. Genau, da muss ich ja was parat haben. Tja, im Nachhinein denke ich mir so, die kalte Hand hätte ich vielleicht doch einsetzen sollen, ne? Ich würde an der Stelle nochmal Redraw machen. Weil ich habe jetzt keine wirklich gute Karte parat. Und der kostet mich definitiv mehr als 20 Zähne bei der Heilung, wenn ich den zweimal angreifen muss. Oder vielleicht sogar dreimal, wenn ich 3 schlechte Karten einsetzen muss. Also mache ich nochmal Redraw. Ich habe hier die Heilung, die kann ich jetzt leider auch überhaupt nicht verwenden. Ich habe den Nachzehrer. Der schlägt aber Zombies und keinen Werwolf. Und ich habe All Seeing. All Seeing schlägt den Werwolf vielleicht, bekommt keinen Zusatzschaden. Ich setze jetzt All Seeing ein. Und mit ein bisschen Glück schlagen wir ihn. Risiko. Wir haben ihn nicht geschlagen und bekommen leider auch die falsche Karte. 8 HP heilen ist jetzt zu viel, denn wir würden auf 15 wieder auffüllen. Jetzt kostet das Redraw nur 5. So, jetzt können wir aber auch eine schwache Karte nutzen, wie zum Beispiel das Wolfskind oder die Fledermaus. Die sind beide gleich stark, die sind nur eben gegen andere, haben Boni gegen andere Gegner. Und ich wähle jetzt nicht die Fledermaus, denn wenn ich die Fledermaus wählen würde, dann würde ich 3 Zusatzschaden bekommen von dem Wolf. Und das muss nicht sein, deswegen wähle ich das Wolfsjunge und der sollte den starken gegnerischen Wolf töten, denn 2 bis 3 Schaden reichen aus und ich bekomme 2 bis 4 Gegenschlag. Schauen wir mal. Und das war's. So, ein Alpha-Wolf als Gegner. Da sind echt viele Werwölfe im Gegnerdeck, muss ich sagen. Dafür, dass ich Zombies erwartet habe, sind da echt viele Werwölfe. Und der Nachzehrer bringt uns hier also auch den Vorteil wieder einmal nicht, weil eben der Alpha-Wolf ein Werwolf ist und kein Zombie. Also versuchen wir wieder Redraw. Ich kann mir jetzt 8 Lebenspunkte heilen. Das würde sich an der Stelle lohnen. Nachzehrer und Fledermaus sind beides keine guten Karten, deswegen nehme ich jetzt die Heilung. Benutze sie. Der Werwolf macht jetzt nichts. Das ist einfach nur eine Freiaktion sozusagen. Und ich bekomme die kalte Hand. Die ist unsere einzige Bonuskarte gegen Werwölfe, glaube ich. Ich schaue nochmal durch. Ja, also es ist die einzige Bonuskarte gegen Werwölfe, die wir haben. Ich möchte eigentlich auch keine anderen Karten unbedingt einsetzen. Die kalte Hand bringt mir bei anderen Gegnern wenig.
Sie macht jetzt hier 2 bis 4 Schaden gegen den Werwolf. Wir bekommen selbst 3 bis 4 Schaden. Ist aber okay. Würde ich sagen, ich setze sie jetzt ein, dann ist sie weg. Und ich habe die sinnvoll genutzt. Sie macht sogar 4 Schaden, haben wir Glück gehabt. Ja, jetzt haben wir die Hexe. Die Hexe ist eigentlich auch wieder zu stark, um den Rest jetzt von dem Werwolf zu erledigen. Der hat nämlich nur noch 2 Lebenspunkte. Deswegen mache ich Redraw. So, das ist die falsche Karte. Die können wir da nicht wirklich nutzen. Ich kann den Nachzehrer einsetzen, bekomme aber dann den Bonusschaden von ihm. Ich kann die Fledermaus nutzen, bekomme aber dann auch den Bonusschaden von ihm. Ja. Das ist natürlich jetzt übel, denn ich bekomme 6 bis 7 Schaden, wenn ich die einsetze. Dafür ist der Wolf in jedem Fall tot. Aber in meinem Deck sind nun mal vor allem Vampire, denn ich habe das Vampir-Deck gewählt. In der Aussage, dass ich mit Vampiren gut gegen Zombies kämpfen kann. Es nützt mir jetzt also nicht wirklich was, Redraw zu machen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder Vampire bekomme, ist sehr hoch. Das heißt, ich wähle jetzt einfach die schwache Fledermaus, denn die reicht mit mindestens 2 Schaden. Ich mache dann oder kriege dann aber ziemlich viel Schaden ab, aber ich habe im Moment genügend Lebenspunkte. Also wähle ich die Fledermaus und kämpfe. So, habe nur noch 3 Lebenspunkte übrig. So. Ich könnte Vile Renewal machen, würde 6 Lebenspunkte bekommen und 7 Schaden machen, wenn ich die Vile Renewal wähle. Oder Heilung für 10 Lebenspunkte. Ich brauche gerade Heilung, weil der mich so stark beschädigt hat. Also beides ist irgendwie nützlich. Thief ist eine Sonderkarte, die ist auch ziemlich gut, denn mit Thief kann man die Kisten stehlen. Mooikat hat empfohlen, die Thief-Karte zu kaufen. Und sie dann beim Endboss einzusetzen. Damit bekommt ihr nämlich den Preis, den euch der Endboss gibt, zweimal. Ich finde alles irgendwie gut, muss ich sagen. Auch Lebenspunkte. Für mich lohnt sich das Thief am wenigsten, denn ich spiele ja nicht aktiv. Und ich werde das Event jetzt auch nicht weiterspielen. Denn deswegen lohnt sich eigentlich für mich am meisten Heal oder Renewal. Aber sinnvoll wäre wahrscheinlich, Sieft sich zu holen für den doppelten, die doppelte Truhe beim Boss. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich so spiele, als würde ich regelmäßig spielen. Gibt ein besseres Beispiel. Ich nehme jetzt Vile Renewal, weil 7 Schaden ist schon wirklich stark. Und ich bekomme trotzdem 6 Lebenspunkte. Ich nehme das und ich nehme Thief, um das zu demonstrieren am Ende. 100 Zähne einzusetzen für die Heilung ist zu teuer, denn 10 Lebenspunkte bekommt man für 85, wie ihr wisst. So, an der Stelle schließe ich das Ganze und ich
Ich habe wieder einen Vampir als Gegner. Fülle meine Lebenspunkte auf. Ich habe nichts, was Vampire schlägt. Also ich habe keine Zombies. Ich kann die Hexe einsetzen. Dann bekomme ich keinen Zusatzschaden. Aber ich habe eh keine Zombies mehr. Von daher werde ich den Zusatzschaden eh nicht bekommen. Der macht mir jetzt 3 bis 6 Schaden. Ist schon stark. Aber ist, denke ich, okay. Eine Karte, die 8 Schaden gegen Vampire macht, habe ich auch nicht. Das heißt, ich muss sowieso 2 Karten einsetzen. Also nehme ich die Hexe. Habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel mir abgezogen wurde. Ich glaube, ich hatte 13, oder? Das heißt, er hat mir die voll. Nee, er hat mir 5 Schaden gemacht. So, jetzt habe ich den Nachzehrer. Auch der würde keinen garantierten Sieg gegen den Algul bedeuten. Der ist zu schwach, um das zu garantieren. Aber es ist zumindest habe ich eine Zweidrittelchance, dass ich ihn besiege. Und ich bekomme auch seinen Zusatzschaden wieder nicht zu spüren, aber ist egal, bei keiner meiner Karten, die ich noch habe, da würde ich den bekommen. Ich würde jetzt das Risiko eingehen und den Nachzehrer nutzen. So, nochmal 3 bis 6 Schaden. Und ich habe ihn besiegt. Bekomme die Belohnung. So, an der Stelle habe ich jetzt genau die richtige Karte bekommen. Und zwar Vile Renewal. Ich habe nur noch wenig Lebenspunkte. Es wäre schön, meine Lebenspunkte wiederherzustellen. Und es ist eine Karte, die dem gegnerischen Zombie 7 Schaden macht oder was auch immer, welcher Ka gegnerischen Karte auch immer, würde sie 7 Schaden machen. Ich kann sie einsetzen, ohne dass ich selber Schaden nehme und sie tötet den Zombie. Also setze ich die einfach ein und bekomme 6 Lebenspunkte wieder. Okay, jetzt bekomme ich auch Zombie-Gegner endlich. Das ist gut, dass ich auch endlich mal Zombie-Gegner bekomme, denn darauf habe ich ja meine Karten ausgelegt. So, gegen den könnte ich jetzt die Lebenspunkte halbieren. Würde sich eigentlich schon lohnen bei einem Gegner, der 8 Lebenspunkte hat. Er macht, wenn er mich angreift, 3 bis 6 Schaden. Würde ich alles überleben. Ich wollte aber eigentlich den Soul Seaver aufheben für den Endboss, weil der wird mehr Lebenspunkte haben als 8. Und das ist jetzt die vorletzte Karte, deswegen mache ich Redraw. Und schaue, welche Karten ich jetzt stattdessen einsetzen kann. Ich habe ein Algul. Und noch ein Algul. Ich würde den Schwächeren wählen, weil ich muss sowieso zweimal kämpfen. Den setze ich jetzt ein. Und kämpfe. Ich kriege jetzt einmal 3 bis 6 Schaden. Und er hat den Gegner geschlagen. Erstaunlich. Er hat den Gegner tatsächlich geschlagen. Hat die Maximalschaden gemacht. Und ich muss jetzt 11 Lebenspunkte von dem Gegner abziehen. Das schaffe ich mit dem Algul nicht. Ich habe noch 4 andere Karten. Also ich habe 4 Karten im Deck. Einmal den Soulsieber, den ich eigentlich gerne einsetzen würde gegen den Endboss. Und auch Thief, was ich gegen den Endboss gerne einsetzen würde. Denn damit stehle ich den Hauptgewinn hier und bekomme die Kiste quasi doppelt. Also mache ich Redraw. Ist jetzt eigentlich egal, ob ich erst Thief oder erst Soulsieber nehme. Ich nehme jetzt erst Thief.
und setze sie ein und bekomme dadurch die Kistenbelohnung. Das sind die Fragmente, ein Gold-Upgrade-Kit oder 15 Fragmente für das Gold-Upgrade-Kit. Und den Bronzeschlüssel und die ganzen Schlüssel bekomme ich auch alle. Lebenspunkte bekam ich keine abgezogen an der Stelle. Und dadurch, dass es eine Aktion war, steht mir jetzt wieder Redraw zur Verfügung. Das heißt, ich kann jetzt wieder Redraw, also Redraw steht ja immer zur Verfügung, aber ich kann jetzt Redraw wieder für 5 Punkte machen, statt für 20. Und ich mache es an der Stelle nochmal, weil ich möchte ja die Lebenspunkte halbieren von dem Gegner. Genau, Soul Seaver ist ja schon da. Ich wähle die Karte, ich nutze sie, ich bekomme nichts abgezogen, weil diese Fähigkeitenkarten nichts abziehen, es sei denn, es steht drauf auf der Fähigkeitenkarte. Und ich habe jetzt den Alghul zur Verfügung und er macht einen Bonusschaden von 3 gegen Zombies. Und da wir ja am Anfang empfohlen ha bekommen haben, dass wir ein Vampir-Deck nehmen sollen, was wir auch gemacht haben, um gegen Zombies gut zu bestehen, haben wir jetzt quasi den Bonus. Und unser Alghul macht gegen den gegnerischen Zombie-Boss, also hiermit dann 7 bis 8 Schaden. Das reicht, um ihm seine kompletten Lebenspunkte abzuziehen. Und das Besondere am Ende ist, dass ihr nicht mal überleben müsst. Das heißt, ihr könnt jetzt an der Stelle sterben. Zumindest war es so bei Mooncat, das war ein Tipp. Und ich probiere das jetzt auch an der Stelle aus. Weil jetzt die Lebenspunkte wieder aufzufüllen, weil wir ja 4 bis 6 Schaden bekommen, der Bonus von ihm zieht nicht, würde uns halt nochmal ordentlich Zähne kosten. Wir müssten nur 3 Lebenspunkte wieder auffüllen. Das heißt, es würde, wenn wir die Lebenspunkte brauchen würden, würde es reichen, wenn wir hier dreimal auf einen Health drücken, also einen Lebenspunkt erhöhen und nicht 5 kaufen oder 10, weil er macht, wie gesagt, 4 bis 6 Schaden. Wir haben noch 4. Das heißt, wir brauchen mindestens 7 Lebenspunkte, um zu überleben. Und 7 Lebenspunkte sind günstiger zu kaufen als 5. Also, nicht, 7 sind nicht günstiger als 5 zu kaufen, aber die 3 fehlenden sind günstiger zu kaufen mit 30, 10. Als 15er einzusetzen für 5 fehlende, die man am Ende nicht braucht, denn in jeder Runde geht man wieder mit vollen Lebenspunkten. Aber es ist ja, wie gesagt, an der Stelle, und ich hoffe, es wurde nicht gefixt oder korrigiert, weiterhin möglich, einfach zu sterben, wenn der gegnerische Boss auch stirbt. Und da der gegnerische Boss sicher stirbt, mache ich an der Stelle oder setze ich an der Stelle keine neuen Zähne ein, um meine Lebenspunkte aufzufüllen und kämpfe einfach. Ich verliere, aber bekomme den Preis, da der gegnerische Boss ebenso stirbt und habe damit diesen Dungeon abgeschlossen. Ja, genau. So kann man das recht effizient gewinnen. Und wie viel Zähne habe ich jetzt eingesetzt? Ich weiß gar nicht, wie viel ich am Anfang hatte. Danke dir, Tyrawal. Und danke fürs Level Up. Ich glaube, das ist ganz gut gegangen, obwohl wir am Anfang auch doch recht viele unerwartete Gegner hatten, die doch recht stark waren. Ist es jetzt am Ende ganz gut gelaufen, denn wir hatten jetzt, wie erwartet, Zombies als Gegner. So, jetzt könnte man natürlich direkt weiterkämpfen. Das Problem an der Stelle ist nur, ich soll jetzt Vampire wählen, um Zombies zu besiegen, und die Vampire habe ich gerade gewählt. Das heißt, wenn man jetzt ernsthaft den Dungeon zu Ende spielen will, und dort Zähne einsetzen will, dann ist es jetzt keine gute Stelle eigentlich. Also man sollte eigentlich, wenn man
wenn man die Gegner zu Ende spielen will oder das Dungeon zu Ende spielen will, auch wirklich, dann sollte man auch das passende Deck haben einfach. Und das kann ich mir jetzt erkaufen für 100 Zähne, aber das wären ja auch zusätzliche Zähne, die ich einsetze, die dann ungenutzt flöten gehen sozusagen. Und ich würde jetzt an der Stelle nicht mehr kämpfen dem Dungeon nicht mehr versuchen, das zu Ende zu spielen, sondern nur noch die anderen Dungeons, die noch offen sind und zur Verfügung stehen und die ja auch in 2 Stunden und 48 Minuten, wenn es 0 Uhr ist, wieder erneuert werden. Oder um 1 Uhr ist es, weil der Beta um eine Stunde zurückversetzt ist. Genau, also wenn die erneuert werden, dann werden ja alle erneuert. Das bedeutet, ich würde jetzt einfach hier das Zombie-Deck nehmen oder das Werwolf-Deck. Kann ich jetzt einfach raten? Ratet ihr mal für mich. Zombies oder Werwölfe? Welche sollen weg? Welches Deck soll weg? Komm, gib Tipps ab. Zombies oder Werwölfe? Zom? So, Tyra war Erster. Okay, die anderen sind zu. Okay, jetzt steht es 1 zu 1. Ich könnte auch eine Abstimmung machen, ne? Und dann stimmen Tyraval und Freakman ab und ich bekomme Zombies und Werwölfe 1 zu 1 und weiß am Ende wieder nicht, was ich nehmen soll. So, ich wähle jetzt die Zombies, denn Tyraval hat als erstes geantwortet. Beim nächsten Mal schneller sein, Freakman. Okay, also ich will die Zombies. Ich kann mit den Zombies natürlich mich jetzt oder kann jetzt damit natürlich Pech haben, weil wenn ich das Zombie-Deck jetzt durchgespielt habe, kann es sein, dass ich als nächstes Zombies empfohlen bekomme. Schauen wir mal für den nächsten Kampf. Also ich wähle die Zombies, starte das Dungeon und mache jetzt gar nichts. Ich kämpfe einfach nur. Ich kämpfe einfach nur für ein paar Punkte. Ich setze keine Zähne ein, sondern kämpfe nur und gucke, wie weit ich komme, sammel die Preise ein und sterbe dann irgendwann. Ich kann mir jetzt auch noch eine Karte aussuchen. Mal gucken, welche jetzt hier am meisten Sinn macht. Ich würde fast sagen, das Leben vom Gegner reduzieren, aber dann müsste ich die Karte auch bekommen. Ist es recht unwahrscheinlich, dass ich die bekomme, denn mein Deck ist noch voll. Ich will sie einfach und wahrscheinlich bekomme ich sie nicht. So, der Rotten One wird den Nachzehrer auch noch besiegen. Oder? Vielleicht. Hat er besiegt. Nochmal einen Rotten One, aber ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Das heißt, ich werde den jetzt noch besiegen, aber sterbe dann auch. Das heißt, ich bekomme noch den Preis, aber die Runde ist damit zu Ende. So, jetzt bin ich wieder hier. Habe jetzt aber hier auch Punkte gemacht beim Vorankommen beim großen Preis. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Punkte ich gemacht habe. Leider. Das wäre natürlich auch noch ganz gut gewesen. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, immer alle Decks auszuspielen, bevor der nächste Tag beginnt. Und ja, jetzt habe ich sogar Glück und kann jetzt Werwölfe einsetzen, denn auch Werwölfe sind jetzt hier an der Stelle auch gefordert. Und mit den 640 Zähnen müsste ich eigentlich nochmal durchkommen durch eine Runde. Also würde ich sagen, machen wir noch eine Runde.
Das Spiel macht mir schon ganz schön Spaß, muss ich sagen. Wer weiß, vielleicht spiele ich doch noch ein bisschen öfter. Er lohnt es sich gar nicht, alle Decks richtig zu spielen. Nein, dafür hast du zu wenig Zähne, André. Also, es wird sich nur, also generell würde ich nur die Decks richtig spielen, wenn du wirklich das Gegenteil-Deck hast, also das Deck, was den Gegner am besten schlägt. Also nur dann würde ich es ausspielen. Und dann suchst du dir Tage aus, wo du Zeit hast, wo du Zähne hast und spielst an den Tagen ein paar Decks richtig durch. Es ist ja relativ egal, denn die Tagespreise bekommt man ja nur aus den Kisten hier hinten und nicht in den Spielen. Das heißt, man kann sich relativ frei aussuchen, wann man die Decks spielt. Es ist nur wichtig, dass man alle Decks jeden Tag spielt, denn alle Decks, auch wenn man keine Zähne einsetzt, bringen einem ja hier einen Fortschritt auf dem Fortschrittsbalken. Und das wäre halt Verschwendung, an einem Tag gar nicht zu spielen. War noch wenig Fortschritt, muss ich sagen. Aber ist wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich, weil ich habe ja noch gar nicht gespielt. Heute ist ja mein erster Tag sozusagen. Okay. Gut. Ach so, und die Kisten bringen ja auch Fortschritt. Stimmt. Die bringen ja 12 Fortschritt, wenn ich die öffne. Also die unterste bringt 12. Die anderen bringen ja auch einiges. Okay, gut, dann wähle ich jetzt die Werwölfe und spiele das Deck nochmal richtig. Denn es macht Spaß. So, ich habe den Alpha-Wolf. Der Alpha-Wolf ist sehr gut gegen die Fledermaus und er ist total übertrieben gegen die Fledermaus. Deswegen mache ich Redraw. Ich habe jetzt die kalte Hand. Kalte Hand bekommt Zusatzschaden von der Fledermaus. Also nicht ideal. Das Wolfsjunge. Das ist eine schwache Karte. Die Zusatzschaden macht gegen die Fledermaus, was nicht nötig ist, weil die hat nur einen Lebenspunkt. Oder die Fledermaus. Das muss ich nochmal überlegen. Die Werwölfe sind ja. Ist ja die mein größter Anteil im Deck. Mal durchgehe durch das Deck. Ja, ich habe fast ausschließlich Werwölfe. Paar Hexen. Ein Zombie. Und ein Vampir. Deswegen würde ich sagen, ich halte mir mal lieber die Fledermaus noch zurück, den Vampir, falls ich den Gegner dafür bekomme. Und wähle jetzt das Wolfsjunge. Denn genügend Werwölfe habe ich im Deck noch und kämpfe damit. Ich gewinne und bekomme einen Schadenspunkt. So, jetzt kommt eine große Fledermaus als Gegner mit zwei Lebenspunkten. Auch der Lone Wolf, also der eine alleine, der wäre jetzt ein bisschen übertrieben stark gegen die Fledermaus, denn er bekommt ja den Bonus. Andererseits ist er jetzt auch nicht super stark. Guck noch mal durchs Deck. Also das Wolfsjunge wäre besser. Das hat zwar, macht den gleichen Schaden, aber hat weniger Bonus. Der hat nämlich zwei Bonus. Und das Wolfsjunge hat nur einen Bonuspunkt. Genau, dann gibt es noch einen anderen Wolf. Noch einen Wolf. Den Alpha-Wolf. Noch einen Alpha-Wolf. Die Katze wäre auch gut geeignet. Hexe wäre auch übertrieben.
noch eine Katze. Und die kalte Hand, die würde halt Zusatzschaden bekommen. Also, wenn ich durch das Deck durchgucke, da ist nochmal eine Fledermaus. Und noch eine Fledermaus. Also ich müsste jetzt Glück haben und eine von den drei Fledermäusen oder eine Katze bekommen. Also es sind 5 von 13 Karten. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass ich eine von den 5 erwische. Deswegen würde ich jetzt einfach den Wolf nehmen. Der ist jetzt nicht so super stark. Und der besiegt die Fledermaus auf jeden Fall. Ich kriege 1 bis 3 Schaden. Mal gucken. Wieder ein Schaden. 50 Forgepunkte, wow. Ja, André, also du wirst nicht so viele Dungeons spielen können, eben weil du begrenzt bist von der Zahnanzahl. Und deswegen auf jeden Fall nur Dungeons spielen, wenn du die richtigen, wenn du das richtige Deck zur Verfügung hast. Und ansonsten kannst du dir halt aussuchen, an welchen Tagen du spielst. Du kannst an mehreren Tagen die Dungeons richtig spielen. Ich habe ja gerade auch den Fall gehabt, quasi. Dass mir die richtigen Gegnerkarten oder die richtigen Gegnerdecks zur Verfügung standen. 2-mal. Einmal standen sie mir nicht zur Verfügung. Zum Glück bin ich Tyrawal gefolgt und hab die Zombies, glaube ich, rausgenommen. Ne? Und ja, dadurch hatte ich die Werwölfe noch zur Verfügung und genau die brauchte ich ja, um noch ein Deck zu spielen und die Werwölfe als die Karten zu haben, die besser sind gegen die Gegner, also gegen die Zombies, oder? Genau. Also. So, jetzt hab ich die kalte Hand zur Verfügung. Die macht 1 bis 3 Schaden. Hat keinen Bonus gegen Twinbee. Ich würde an der Stelle ein Redraw machen. Ich könnte den einsamen Wolf nehmen. Aber er würde nicht sicher gewinnen. Denn ich bekomme den Bonus nicht. Ich könnte den stärkeren einsamen Wolf nehmen. Oder diese stärkere kalte Hand. Ach nee, das ist, glaube ich, die gleiche kalte Hand. Ich nehme jetzt den stärkeren einsamen Wolf. Der gewinnt nämlich sicher. Ah, ich bekomme auch den Schaden. Ich bekomme halt jetzt dann 4 bis 5 Schaden. Das ist eigentlich doof. Mit der kalten Hand könnte ich gewinnen. 50-50 Chance. Und bekomme 2 bis 3 Schaden. Na, dann nehme ich sie eben doch. War jetzt schlecht, das zu erneuern. Ich habe auch gewonnen. Glück gehabt. Und jetzt gibt es eine Eigenschaftskarte. Ich kann wieder Frenzy mir holen. Tyrawal, vielen Dank dir. Vielen Dank für 42 Bits. Ja, schau dir gerne den Rest im Video on Demand an. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielen Dank für deine Unterstützung. Genau, also ich könnte Frenzy wählen. Frenzy ist hier an der Stelle natürlich wieder super, weil das den Gegner doppelt angreifen lässt. Das Rile Renewal ist an der Stelle noch nicht so stark, weil wir noch nicht so weit sind im Spiel wie vorhin. Da war es wesentlich stärker. Jetzt lohnt es sich eigentlich noch nicht so richtig, das Rile Renewal zu nehmen. Thief wird, also lohnt sich auch. Wie gesagt, um die Truhe am Ende doppelt zu bekommen gegen den Boss. Ich nehme aber erstmal Frenzy, weil mir das für den Kampf einfach mehr bringt.
Und es ist noch viel zu kämpfen. Achso, ich nehme einfach Francie und Sieve. Beides. Ich kann ja das andere noch kaufen. Genau. So, und jetzt schließe ich. Und ich habe einen Alpha-Wolf gegen einen einsamen Wolf. Der Alpha-Wolf besiegt den einsamen Wolf vielleicht. Der Bonus nutzt nichts. Ich bekomme aber auch keinen Schaden. Also keinen Zusatzschaden vom einsamen Wolf. Eigentlich ist der Alpha-Wolf zu stark, weil gerade gegen die Vampire. Achso, ja, die Vampire werde ich als Gegner haben, genau. Gerade gegen die Vampire brauche ich halt so eine starke Karte dann. Da würde ich lieber zwei schwächere Werwölfe einsetzen, anstatt so einen starken Werwolf gegen den gegnerischen Werwolf einsetzen zu müssen. Vielleicht kriege ich auch noch die kalte Hand. Die würde mir jetzt an der Stelle einen Bonus bringen. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ach doch, die würde mir einen Bonus bringen, aber der ist klein. Ja, doch. Genau. Also mache ich Redraw. Sieve habe ich jetzt zur Verfügung. Das bringt mir an der Stelle wenig. Ich könnte jetzt diese Kiste verdoppeln, aber da ist halt auch nicht der gute Preis drin. Der gute Preis kommt halt dann beim Endboss. Und den möchte man stehlen, um den zweimal zu bekommen. So, dann kann ich die Fledermaus einsetzen, die 1 bis 3 Schaden macht. Oder hättet wieder den Alpha-Wolf zur Verfügung, der aber 4 bis 6 Schaden macht, also sogar noch besser ist als den Alpha-Wolf, den ich gerade hatte. Ich wähle die Fledermaus und hoffe, ich bekomme möglichst viel Schaden und nicht nur einen. Schauen wir mal. Jo, 3 Schaden hat die Fledermaus gemacht. Hab jetzt Pech gehabt, denn ich habe Thief bekommen. Da meine Lebenspunkte jetzt 4 von 14 sind, kann ich wieder den günstigsten Lebenstrank kaufen. Für 85. Den nutze ich und fülle auf. Und mache Redraw, denn Thief nutzt mir jetzt an der Stelle nichts. Ich könnte Frenzy machen. Das würde den einsamen Wolf jetzt sicher töten. Wäre aber auch übertrieben. Das ist besser einzusetzen, wenn der noch volle Lebenspunkte hat. Ich könnte wiederum den schwachen einsamen Wolf einsetzen. Oder den starken. Oder ich mache nochmal Redraw. Ich gewinne das Ding jetzt auf jeden Fall. Mit dem schwachen einsamen Wolf. Mit dem schwachen Alpha-Wolf. Aber er ist eigentlich zu stark. Und eigentlich hätte ich den gern gegen andere Gegner. Und in meinem Deck hätte ich das Wolfsjunge zur Verfügung, die Katze, diese Katze, die Fledermaus, einen einsamen Wolf, einen anderen einsamen Wolf, die kalte Hand. Also da sind genügend andere Karten drin, die ich eher haben will. Also würde ich sagen, ich mache nochmal Redraw. Habe jetzt die Fledermaus hier zum Beispiel. Die macht 1 bis 2 Schaden. Kann schief gehen. Habe eine 50%ige Chance, dass es schief geht und nicht gewinne mit der Fledermaus. Das Wolfsjunge schlägt den Gegner. Ja, also ich nehme das Wolfsjunge. Die Fledermaus wäre halt gut, wenn ich nochmal einen Zombie als Gegner bekomme. Wenn ich noch zurückhalte. Das Wolfsjunge schlägt den sicher und ist nicht zu stark. Okay. So. Jetzt haben wir Twin Bees. Das ist an der Stelle wieder übertrieben, den Alpha-Wolf einzusetzen. Und gleichzeitig bekomme ich halt einen höheren Schaden,
weil der halt besonders gut gegen Werwölfe ist. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich gut, die Fledermaus einzusetzen. Deswegen schauen wir mal, was ich bekomme, wenn ich Redraw mache. Frenzy würde ich bekommen. Den Alpha Wolf und die Hexe. Die Hexe wäre auch okay. Die würde den aber nicht sicher schlagen. Und Frenzy schlägt ihn auch nicht sicher. Denn er bekommt 4 bis 8 Schaden von Frenzy. Hexe oder Frenzy? Ich denke, die Gegner wären noch stärker, deswegen würde ich jetzt die Hexe wählen. Dann brauche ich definitiv, naja, nicht definitiv, aber in 2 von 3 Fällen brauche ich noch eine weitere Karte. Aber es ist okay, der ist, wie gesagt, der ist noch nicht so stark. Er macht mir 2 bis 4 Schaden. Lieber bei dem die Hexe einsetzen und vielleicht den nicht besiegen, als bei einem anderen Gegner. Also wähle ich die Hexe, setze sie ein, habe ihn nicht besiegt, bekomme jetzt einen Alpha-Wolf, den ich nicht einsetzen möchte, weil ich er dann seinen Bonus bekommt. Drück also Renew. Kann die Katze einsetzen. Oder einen Lone Wolf. Auch das ist natürlich jetzt wieder mit einem Risiko behaftet, die Katze einzusetzen, aber die Chance ist schon mal wesentlich besser als bei der Hexe, dass ich gewinne. Jetzt gewinne ich halt in 2 von 3 Fällen. Hoffen wir, es klappt und es klappt. So, ich kann eine Eigenschaftskarte wählen. Jetzt kann ich 8 Lebenspunkte regenerieren. Die Hälfte des Lebens abziehen vom Gegner. Oder eine weitere Frenzy-Karte in mein Deck holen. Es sind jetzt an der Stelle irgendwie alle gut. Ich weiß jetzt nicht, welche ich gerade zum Kampf zur Verfügung habe. Ich glaube, man konnte es kurz sehen, wenn man da genau aufpasst vorher. Also die Heilung wird mir jetzt nicht zur Verfügung stehen. Da müsste ich erstmal Renew drücken. Lebenspunkte halbieren ist dann halt wieder schön beim Endboss, wenn man das zur Verfügung hat. Okay, machen wir es so. Ich nehme wieder Lebenspunkte halbieren und ich nehme auch die 8 Lebenspunkte, denn 8 sind günstiger für 50 Zähne zu erwerben. Okay. So, und schließe das Ganze jetzt wieder. Lone Wolf gegen, nee, Quatsch, Alpha Wolf gegen Alpha Wolf. Kein Vorteil. Der kann mich töten. Das heißt, an der Stelle müsste ich mich erstmal heilen. Aus meinem Deck gibt es einen, der den sicher schlägt. Die Katze nicht. Die kalte Hand nicht. Fledermaus nicht. Der Wolf nicht. Der Alpha Wolf. Dieser Alpha Wolf könnte ihn vielleicht schlagen. Das Frenzy könnte ihn schlagen. Frenzy würde ihn schlagen, denn er würde mit 6 bis 8 Angriffspunkten sich selbst angreifen. Das würde ich nicht einsetzen wollen. Lone Wolf auch nicht. Dieser Alpha Wolf. Okay, dann hätte ich da noch die Heilung. Also eigentlich
gibt es da jetzt nichts außer Francie, was es sicher, also womit ich die Karte sicher schlagen kann. Das heißt, ich fülle jetzt erstmal meine Lebenspunkte auf, wieder mit 85 Zähnen. Und würde den Alpha-Wolf jetzt einsetzen. Und danach könnte ich noch eine kleine Karte einsetzen, um ihn zu schlagen. Andererseits ist der Alpha-Wolf ganz schön stark. Schöner wäre eigentlich, wenn ich zwei kleine Karten einsetzen könnte. So ein Lone Wolf. Zusammen mit einer der anderen Karten, aber ob ich dann die richtigen bekomme, ist ja nicht gesagt. Ich habe noch einen stärkeren Alpha-Wolf im Deck. Eigentlich sogar zwei. Ne, der ist ja schwächer ein bisschen. Ich glaube, ich mache doch Renewal. Jetzt habe ich auch die Heilung zur Verfügung, die ich jetzt nicht mehr nutzen kann. Ich kriege auch einen Lone Wolf. Das ist gut. Und die Katze. Ich nehme einmal den Lone Wolf jetzt. Setze den ein, er macht jetzt 2 bis 4 Schaden. Ich bekomme 3 bis 4. Er macht 4 und ich bekomme 3 Schaden. An der Stelle muss ich Redraw machen, denn 50% reduzieren nutzt mir jetzt hier gar nichts. Hat er nur noch einen Lebenspunkt. 8 Lebenspunkte heilen nutzt auch nichts. Ich könnte die Fledermaus einsetzen, die schlägt den aber nicht sicher. Und ich bekomme den erhöhten Schaden. Also, die Fledermaus ist raus. Francie tötet ihn natürlich sicher, aber ist ein Overkill. Also mache ich nochmal Redraw. Thief nützt mir nichts. Die kalte Hand ist an der Stelle perfekt eigentlich. Ich nutze die kalte Hand, denn die hat den Bonus gegen Werwölfe. Die schlägt ihn auf jeden Fall. Er hat nur noch 2 Lebenspunkte. Ich mache mindestens 3 Schaden. Mindestens 2 Schaden bis 4 Schaden. Das heißt, die ist an der Stelle perfekt. Ich wähle die kalte Hand und kämpfe mit der. Ich habe noch genügend Lebenspunkte übrig. Verliere 4 und habe den nächsten Gegner. Es ist ein Twinbee. Ein Zombie. Der ist natürlich besonders gut gegen Werwölfe. Und ich habe jetzt an der Stelle das Glück, dass ich die Fledermaus bekommen habe, die von dem Twinbee keinen Zusatzschaden bekommt, wie die meisten meiner Karten Zusatzschaden bekommen. Francie ist an der Stelle nicht sicher, denn Francie macht ja nur 4 bis 8 Schaden. Also eigentlich ist es schon gut. Ich habe die Fledermaus ja eh noch im Deck, damit ich, falls ich noch einen Zombie bekomme, die einsetzen kann. Und da kann ich jetzt schon mal 2 bis 3 Lebenspunkte bei ihm abziehen mit der Fledermaus. Also nutze ich die, bekomme keinen Zusatzschaden. Und bekomme jetzt die Katze. Habe 2 Lebenspunkte abgezogen, bekomme die Katze, die reicht nicht. Würde an der Stelle aber keinen Zusatzschaden bekommen. Würde den jetzt aber schon gerne schlagen mit dem zweiten Angriff. Also schaue ich nochmal durch. Ich habe jetzt natürlich viele Werwölfe im Deck. Die Werwölfe sind ungünstig gegen den. Ich bräuchte Francie. Alle anderen Sachen helfen mir an der Stelle nicht. Bräuchte eigentlich Francie. Oder ich nehme doch einen Werwolf. Bekomme dann allerdings 4 bis 6 Schaden. Die Katze schlägt ihn nicht. Ich habe Werwölfe, die 4 Schaden machen.
im Deck. Das Einzige, was sicher ist, ist Francie an der Stelle. Naja. Jetzt bekomme ich 2 bis 4 Schaden. Das überlebe ich also mit der Katze. Danach wäre er sicher tot, würde dann aber wahrscheinlich viel mehr Schaden nochmal kriegen. Und Francie wäre dann übertrieben. Also für den letzten Angriff. Das heißt, den Schaden, den verstärkten Schaden kriege ich wahrscheinlich sowieso. Es sei denn, ich bekomme jetzt die Francie-Karte. Aber ansonsten kriege ich den verstärkten Schaden von dem Twinbee sowieso. Das heißt, ich kann jetzt auch Redraw machen und einen Werwolf einsetzen. Ich habe die Heilung zur Verfügung, die könnte ich auch einsetzen. Erstmal. Und dann könnte ich immer noch einen Werwolf einsetzen. Genau, der Nummer 8 kann ich mich schon mal hochheilen. Also wähle ich erstmal die Heilung. Und habe jetzt diesen Werwolf. Der schlägt den allerdings nicht sicher. Das ist quasi jetzt der falsche Werwolf. Deswegen mache ich nochmal Redraw. Sollte schon einen Werwolf haben, wenn ich einen Werwolf einsetze, der ihn sicher schlägt. Auch dieser Werwolf schlägt ihn nicht sicher, aber Francie schlägt ihn sicher. Es wäre natürlich schön gewesen, Francie im ersten Angriff einzusetzen. Nee, wobei, im ersten Angriff hätte es ihn nicht sicher geschlagen, denn es macht ja, wie gesagt, 2 bis 8. Schaden. Quatsch, 4 bis 8 Schaden bei der Verdopplung. Es reicht jetzt, aber es hätte nicht sicher gereicht beim ersten Einsatz. Also wähle ich jetzt Francie, bekomme einen Lebenspunkt abgezogen, wenn ich das nutze, und der Gegner ist tot. Okay, ich habe erneut die Möglichkeit, eine Karte zu wählen. Soul Seaver habe ich bereits. Ich würde jetzt Frenzy nehmen und nochmal Thief. Okay. Wir sind ja jetzt bald am Ende. Oh, so nah am Ende sind wir noch gar nicht. Es sind noch 3 Gegner. 8, 9. Nee, 4 sogar. 4 sogar. Das heißt, wir müssen noch genügend Zähne haben, um uns wieder hochzuheilen. Aber es sollte, denke ich, reichen. Ich könnte die Katze einsetzen. Die macht 2 bis 3 Schaden, kriegt keinen Malus. Ich muss sowieso mehrfach kämpfen. Ich muss sowieso mehrfach kämpfen. Also warum nicht die Katze einsetzen? Okay, und ich bekomme 3 bis 6 Schaden. Schauen wir mal. Ich habe gerade jetzt 12. Habe 3 Schaden bekommen. Thief kann ich nicht einsetzen. Also kann ich schon. Dann würde ich halt nur diesen Preis verdoppelt bekommen. Kann sich auch lohnen, wenn man das Epic Halloween 2023 Selection Kit haben möchte zum Beispiel. Ja, je nachdem. Das müsst ihr euch dann näher überlegen, was ihr da braucht. Ich setze mich jetzt nicht mit den ja, Gebäuden im Detail auseinander, wie gesagt, dadurch, dass ich ja nicht mehr aktiv spiele. So, also mache ich Redraw. Ich kann die Lebenspunkte reduzieren. Das nutzt mir an der Stelle wenig. Ich kann mit dem
Alpha Wolf angreifen, bekomme dann aber auch sehr viel Schaden. Der gewinnt nicht sicher. Und ich kann mit dem Lone Wolf angreifen. Und da gilt eigentlich das Gleiche. Der Alpha Wolf hat zumindest eine Chance, jetzt sicher zu gewinnen. Oder hat zumindest eine Chance zu gewinnen. Andererseits wollte ich mir den Alpha Wolf aufheben, oder diesen starken Alpha Wolf aufheben. Für den Endboss eigentlich. Weil das ist ja, glaube ich, meine stärkste Karte. 4 bis 6. Ja, ist meine stärkste Werwolf-Karte, die ich noch im Deck habe. Wir haben noch Frenzy zur Verfügung. Thief nutzt nichts. Zweimal Thief. Okay, also ist tatsächlich hier auch gar nicht mehr so viel. Nur noch zwei Alpha-Wölfe, die beide schwächer sind. Okay, also würde ich sagen, ich nehme den Lone Wolf, wo ich weiß, es reicht nicht. Frenzy würde ihn sicher schlagen, aber Frenzy muss ich erstmal kriegen und ich habe immerhin noch einige Karten im Deck. Und da kommt auch noch ein weiterer, oder kommen auch noch weitere Gegner. Okay, also ich will jetzt den Lone Wolf. Und danach kann ich ihn schlagen. So, Soul Seaver nutzt mir jetzt wieder nichts. Ich mache Redraw. Frenzy nutzt mir an der Stelle denn auch nicht mehr so viel. Es ist der schwächere Alpha Wolf zur Verfügung, der nur 3 bis 5 hat. Der reicht jetzt an der Stelle. Also wähle ich den. Und vorher muss ich allerdings meine Lebenspunkte auffüllen. Ich kann jetzt leider nicht auf 10 auffüllen oder um 10 auffüllen, da ich nur 9 Punkte auffüllen kann. Jetzt muss ich mir überlegen, es würde reichen, wenn ich 2 Lebenspunkte auffülle. Dann müsste ich danach nochmal auffüllen und könnte dann aber 10 auffüllen. Wenn ich 5 auffülle, dann hätte ich 10. Der macht mir 3 bis 6 Schaden. Wenn er mir nur 3 Schaden macht, dann bin ich jetzt wieder an der gleichen. Ja. Also er müsste mir alle 6 Schaden machen, damit ich danach auf 10 auffüllen könnte. So, was ist jetzt sinnvoller? 2 kaufen? Oder 5? Tja. Also wenn ich 10 habe und er mir 3 bis 6 abzieht, dann habe ich danach noch 7, 4 bis 7. Wenn ich 4 habe, dann kann ich um 10 auffüllen. Wenn ich 7 habe, überlebe ich wahrscheinlich den nächsten Gegner. Dazwischen gibt es auch noch, da muss ich dann gleich wieder auffüllen und kann wieder nicht 10 auffüllen. Bisschen ungünstig. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was effektiver ist. Ich will jetzt aber trotzdem den Fünfer. Okay. Damit überlebe ich das. Der stirbt. Er kriegt keinen Zusatzschaden. Und das war's. Ich habe einen Alghul als Gegner. Das ist jetzt ein Zombie. Ja, es ist schon wirklich knifflig ab und zu.
Und man muss viel überlegen. Ich mag das ja, wenn man bei Spielen viel überlegen muss. Der große Nachteil natürlich an der Stelle ist, also wenn man gerne überlegt, dann ist es eine tolle Sache. Und gerne knobelt, wie man das am besten anstellt, dann ist es wirklich eine tolle Sache und macht viel Spaß. Deswegen macht es mir auch viel Spaß. Aber wenn man viele Welten hat, ist es natürlich super aufwendig. Und wenn man nicht gerne knobelt, ist es auch nicht das richtige Spiel. Also für diejenigen ist es halt doof. Also diejenigen, die sehr, sehr viele Welten managen müssen. Oder die, die nicht gerne knobeln. Gut. Thief ist jetzt an der Stelle das Falsche. Das setze ich dann beim Endboss ein. Das heißt, ich mache Redraw. Du spielst nur noch auf X. Okay, das ist. Das ist jetzt an der Stelle hilfreich. Okay. Ah, okay. Gut, es ist ein Zombie. Nee, es ist kein Zombie, es ist ein Vampir. Dadurch bekomme ich den Bonus. Ich mache mit meinem Alpha-Wolf. Ist allerdings der beste Alpha-Wolf, den ich im Deck habe. Aber ich hoffe mal, die letzten Karten sind alles Zombies. Dann würde ich mit allen Alpha-Wölfen eigentlich ganz gut fahren, die ich noch übrig habe und auch mit den anderen Karten. Frenzy zum Beispiel würde der sich ja auch selbst schlagen, hätte ich jetzt Frenzy, aber gut, habe ich jetzt leider nicht bekommen. Soul Seaver, 50% Angriffskraft zu reduzieren, ist ja Quatsch, weil mein Alpha-Wolf ihn sicher schlägt. Ich muss nur gucken, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch den Alpha-Wolf. Dann war es das auch schon. Es wird also knapp, tatsächlich. Es wird also knapp. Mit Frenzy könnte ich ihn sicher schlagen. Mit dem anderen Alpha-Wolf könnte ich ihn auch sicher schlagen. Der würde nämlich dann. Plus 3 hat er ja auch. Genau, der würde dann bis 8. Also 7 bis 8 Schaden machen. Das reicht. Das heißt, es wäre vielleicht doch besser, wenn ich mir den Alpha-Wolf aufsparen würde. Es kann nur sein, dass ich wieder Soul Seaver und wieder Thief im Deck habe. Wenn ich jetzt wechsle, ist vielleicht auch mal interessant zu gucken, ob man die nochmal bekommt, die man aktuell auf der Hand hat, die Karten, wenn man jetzt wechselt. Oder ob man jetzt drei unterschiedliche oder drei andere bekommt. Wobei so viele andere sind ja gar nicht zur Auswahl. Also eigentlich habe ich ja nur noch. Ach so, nee, das sind die, die noch übrig sind. Das sind die drei anderen, die noch übrig sind. Genau. Ich habe zweimal Thief und einmal Soul Thiever. Okay, also ich setze jetzt nochmal Redraw ein. Ich hoffe, es wird besser. Genau. Frenzy ist besser. Mit Frenzy tötet er sich selbst. Und ich bekomme nur einen Schaden, das wäre gut. Der Alpha-Wolf ist genau der gleiche. Den habe ich wiederbekommen. Und ich habe irgendwie nur zwei Karten. Ach nee, es ist nicht der gleiche, es ist der schwächere Alpha-Wolf. Ich setze jetzt den schwächeren Alpha-Wolf ein. Ich mache das so. Dann bekomme ich 3 bis 4 Schaden, das halte ich aus. Und er ist definitiv tot. Der andere Alpha-Wolf ist noch im Deck. Und Frenzy halte ich mir auch noch zurück. Der starke Alpha-Wolf ist noch im Deck. Okay, also setze ich den Schwächeren ein. Und kämpfe mit dem. Hab knapp überlebt mit einem Lebenspunkt. Er hat also seinen vollen Schaden gemacht. Es kommt wieder ein Vampir, wie erwartet. Der Alpha-Wolf würde ihn auch schlagen. Das reicht also, wenn ich mit dem Alpha. Nee, stimmt nicht. Der kann auch 7 Schaden nur machen. Es könnte sein, dass er nur 7 Schaden macht. Wenn ich Frenzy nutze, könnte es auch sein, dass es nur 6 Schaden macht beim Alghul. Das heißt, auch Frenzy würde mir an der Stelle nicht sicher helfen.
Der Alpha-Wolf reicht in 2 von 3 Fällen. Also er macht 7, 8 oder 9 Schaden. Francie hilft mir nicht sicher. Hab ich an der Stelle ein Problem? Denn ich habe ja gar keine Karte mehr übrig, die einen Gegner sicher tötet. Also es könnte knifflig werden. Es könnte sein, dass ich danach noch mal eine Karte wählen darf. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich noch mal eine Karte wählen darf. Aber ich habe auf jeden Fall keine Tiere dann mehr im Inventar. Und die einzige Angriffskarte, die ich noch habe, ist Frenzy. Aber ich denke, das reicht in Kombination mit dem Soulsiever gegen den Endboss. So, das bedeutet jetzt, da ich ja für den Endboss nicht mehr so viel Leben brauche. Der macht aber 3 bis 6 Schaden. Das heißt, es reicht an der Stelle nicht, wenn ich jetzt 5 Lebenspunkte auffülle. Denn wenn er 6 Schaden macht, bin ich an der Stelle tot und komme gar nicht mehr dazu, gegen den Endboss zu kämpfen. Das heißt, ich muss mindestens 6 Lebenspunkte, also mindestens 7 Lebenspunkte haben. Das heißt, mindestens 6 Lebenspunkte zukaufen. Das ist aber günstiger, jetzt einmal 5 zu kaufen und nochmal 1, anstatt 10 zu kaufen. Weil die würden halt 85 kosten, das konntest du nur 55 und reicht gegen den. Und gegen den Endboss muss ich, wie gesagt, den muss ich nur töten. Wenn ich Frenzy gegen den Endboss einsetze, muss ich allerdings beachten, dass ich nochmal einen Lebenspunkt opfere. Das heißt, wenn ich jetzt hier zu wenig gekauft habe, also wenn ich nur auf Kante kaufe, genau, dass ich genau 7 Lebenspunkte habe und er zieht mir 6 ab. Dann reicht es ja trotzdem, weil dann sterbe ich zwar, aber Frenzy tötet ihn ja dennoch. Okay, also ich muss auch nicht mehr zukaufen. Muss ich nicht beachten. Das heißt, ich kaufe jetzt einmal 5. Es reicht noch nicht. Ich brauche mindestens 7, um sicher weiterzukommen in die nächste Runde. Also ich kaufe noch einmal 1. Mach den sicheren Kampf. Hab gewonnen und habe jetzt den Endboss als Gegner. Tatsächlich will ich jetzt noch nicht Frenzy einsetzen. Frenzy würde jetzt den Endboss auch nicht sicher schlagen, denn Frenzy macht jetzt an der Stelle 8 bis 12 Schaden. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ich dann gewinne. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Redraw machen. Aber ich habe ja noch die ganzen anderen Karten, die ich einsetzen will. Zum Beispiel Thief. Ich will den ja erstmal bestehlen. Und ich will auf jeden Fall auch seine Lebenspunkte halbieren. Mal gucken, was 11 halbiert heißt. Wahrscheinlich 6. Und nicht 7. Na, 5,5 aufgerundet, das wäre 6. Nicht 5, meine ich. Also nehmen wir erstmal Soulsiever. Benutzen es. 5,5 wird abgerundet. Spannend. Okay. Ich habe wieder Frenzy zur Verfügung, geht leider, oder geht schon, klar, kann ich einsetzen, würde gewinnen, wäre das Spiel zu Ende. Ich würde zwar sterben, aber der Boss auch, und damit hätte ich die Kiste gewonnen. Aber ich hätte halt meine guten Diebeskarten verschenkt, die ich ja hier zur Verfügung habe. Und ich will ja die Kiste stehlen. Also. Einmal wechseln und benutzen. Einmal die Kiste gestohlen plus den ganzen Truhen. Ich krieg wieder Frenzy, wieder Pech gehabt, also muss ich nochmal 10 einsetzen. Hab jetzt noch den einen Dieb übrig, nutze die Karte. Stehle nochmal das ganze Zeug.
Jetzt ist nur noch Frenzy in meinem Deck. Das ist die letzte Karte, die ich übrig habe. Hier steht auch eine 0. Ist aber auch die letzte gegnerische Karte. Deswegen kann ich jetzt Frenzy sicher nutzen. Zieht mir einen Lebenspunkt ab. Würde sogar überleben an der Stelle. Denn der Gegner wird mich ja nicht angreifen. Er schlägt sich selbst mit 8 bis 12 Schaden. Und ist damit definitiv tot. Und ich bekomme nochmal den Inhalt der Truhe. Zu Ende. So. Jetzt habe ich noch 80 Zähne übrig. Das war also ganz schön knapp. Aber ich habe schon ganz schön viele Truhen abholen können. Also ich habe 2 Dungeons gemacht und insgesamt 5 Truhen holen können. Statt nur 2 durch den Dieb. Musste dafür natürlich 150 Zähne extra investieren. Aber 150 Zähne ist halt wesentlich günstiger als ein ganzer Dungeon-Kampf, um dann am Ende die Truhen zu kassieren. Ne? Also, ihr bekommt zwar auf dem Weg im ganzen Dungeon noch mehr Schlüssel und Preise dazu, aber im Prinzip geht es ja am Ende vor allem um den Endkampf und um das Besiegen des Bosses, wo man dann wirklich die große Truhe bekommt und die vielen Schlüssel. André, du hast mir gerade 200 Bits gecheert. Danke dir. Danke dir, André. Das war ein dickes Cheer. ja. Und das ist eigentlich das, was ich zeigen wollte. Ich guck noch mal auf mein Pad. Danke dir, Engel, für die Glückwünsche. Ich guck noch mal, ob ich noch was aufgeschrieben habe, was ich erwähnen wollte. Muss ich noch mal kurz drüber lesen. Nee. Nee. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Also ich habe alles erwähnt. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, woran ihr denken müsst. Nutzt den Tipp hier oben. Also welches Deck ihr wählen sollt. Gegen welche Gegner. Die letzten 3 Karten waren jetzt tatsächlich immer von dem, der besiegt werden musste. Also in dem Fall wären es jetzt hier die Werwölfe. Und der Boss auf jeden Fall auch. Öffnet die Truhen hier regelmäßig mit den mit dem mal 2 Symbol. Jetzt stelle ich gerade fest, ich habe ja nur eine Truhe geöffnet und man kriegt den Fortschritt auch nur für die Truhen, so wie es ausschaut. Und ich habe eine Truhe geöffnet und die mit mal 2 geöffnet, deswegen habe ich 24 Fortschritt. Da kommt das alles her. Die Dungeons bringen euch gar keinen Fortschritt aus dem in dem Event. Es ist dann das Öffnen der Truhen, das den Fortschritt bringt. Und je mehr Schlüssel ihr habt, desto mehr Truhen könnt ihr öffnen. Und da lohnt es sich natürlich dann nochmal ganz besonders, diese vielen Schlüssel am Ende mitzunehmen, wenn ihr diese Diebeskarte habt. Also auf Deutsch wird die wahrscheinlich Dieb heißen. Nochmal 50. Danke dir, Freakman. Danke dir, André, für die 50, für die 250 insgesamt. Die gehören mir auch noch. Danke dir. Dankeschön. Ja, dann spielt immer alle Decks, die ihr zur Verfügung habt, an jedem Tag. Also nicht so wie ich, erst später anfangen, sondern wirklich von Tag 1 an. Und wenn ihr wenig Zeit habt, dann macht ihr einfach schnell einmal durchklicken, keine Zähne einsetzen. Und wenn ihr mehr Zeit habt, dann setzt ihr eure Zähne ein. Das ist eigentlich ganz cool bei dem Event, dass man nicht täglich den Zeit aufwenden muss, sondern man kann sich das eigentlich einteilen. Insbesondere auch, weil die Preise ja in den Truhen nicht die Tagespreise sind. Das heißt, ihr müsst euch nicht am Tagespreis orientieren, wann ihr jetzt irgendwie alles einsetzen müsst. Das heißt, ihr könnt euch dann Zeit nehmen, wenn ihr Zeit habt und könnt dann 3 Dungeons spielen im Idealfall. Und sonst klickt ihr halt die Dungeons einfach durch.
Genau. Und was noch? Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Am Tipp orientieren, alle drei Dungeons jeden Tag spielen und die Doppelkiste öffnen. Genau. Ansonsten hilft eigentlich nur gut nachdenken und clever Zähne einsetzen. Und da habe ich euch ja jetzt in den beiden Spielen diverse Tipps gegeben und bin, glaube ich, auch ganz gut durchgekommen durch beide Spiele mit einer recht sparsamen Anzahl an Zehen. Okay, dann, es ist jetzt schon 11 wieder. Und dann würde ich jetzt an der Stelle Schluss machen. Ich danke euch nochmal für die vielen Kommentare. Ich danke André und Tyrawal für die vielen Bits heute. Und ja, auch waren natürlich auch mal wieder mehr Zuschauer, weil Forge of Empires ist halt ein Nischenthema und da kommen dann auch immer noch ein paar mehr. Das freut mich auch. Aber Jagged Alliance 2 ist auch ein Nischenthema. Da kommen auch manchmal einige zusammen, aber man muss oft auch länger spielen dann. Onata, du bist ja auch da. Hallo. Ja, danke dir für das Lob und ich wünsche auch dir und euch anderen eine gute Nacht und eine gute Woche. Und ich suche jetzt noch ein Raid-Ziel raus. Wahrscheinlich wird niemand Forge of Empires spielen. Das wäre schon ungewöhnlich. Wäre schön, aber ungewöhnlich. Also, schauen wir mal. Wir gucken mal, vielleicht spielt ja doch tatsächlich jemand Forge of Empires. Ich spiele Forge of Empires. Es spielt jemand Jagged Alliance 2, da kann ich ja mal reingucken. Irgendwie nicht wirklich. Nicht in den zwei Sprachen, die ich ausgewählt habe. Deswegen lohnt sich das auch nicht wirklich. Okay, dann würde ich mal wieder zu Soon wechseln oder mal zu Vari. Habt ihr. Also zu Firefox habe ich jetzt öfter gewechselt, deswegen würde ich jetzt nicht zu Firefox wechseln, sondern eher zu Vari oder und zu Soon oder zu Soon. Wo wollt ihr lieber hin? Wer zuerst antwortet, der zu dem raid ich. Falls ihr überhaupt noch da seid. So, mal aufs Dashboard gehen. Sonst kann ich gar nicht raiden. Ansonsten wähle ich gleich selbst. Okay, André hat gewählt. Soon soll es sein, also gibt's noch mal Musik auf die Ohren. Für diejenigen, die noch ein bisschen schauen wollen. Dann raiden wir zu Soon. Soon ist auf jeden Fall noch eine ganze Weile da. Der spielt ja immer bis in die Nacht rein Gitarre. Und bei Vari weiß ich das ja auch nicht so recht. Vielleicht geht er ja auch bald offline. Bei Soon könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen zuschauen. Dann danke euch nochmal und bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Gehe ich auf mein Endscreen. Der Raid beginnt. Gute Nacht euch und eine schöne Restwoche.